Ziele müssten es theoretisch wissen. Wir können schon mal Richtung Karl-Marx-Straße gehen. Wir dachten, wir gehen heute ein letztes Mal über die Friedensbrücke. Dieses Jahr natürlich. Nee, letztes Mal, dieses Jahr. Und biegen aber dann nicht rechts ab, wie sonst so oft, sondern gehen über den Imkreisel dann links weg und durch die AWD in Ringel und kommen dann über die Dresdner Straße, Friedensbrücke und die Gorschwitzstraße da wieder herein. Also im Prinzip eine Runde, die wir schon zweimal, glaube ich, gegangen sind, so hätte ich. Ja, uns allen einen angenehmen Spaziergang, viele nette Leute unterwegs, grüßfreundlich und euch gute Vernetzungsgespräche. Hallo. Und bis nachher hier zum offenen Mikrofon. Danke. So, mein Teil 2 von der Ankunft aus Richtung Goschwitzstraße kommt heute zum Postplatz zur Kundgebungsfläche am 27. November. Der Montagsspaziergang kehrt zurück. Bereits ja, 19.27 Uhr, große Runde sind sie nochmal gegangen heute. Wohl etwas warme Füße haben sie bekommen, die friedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Montagsspaziergangs in Bautzen. Wir könnten alles verändern. Wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist Änder. Paar Jahre, nicht nur in einem paar Jahren, nutzt deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören, so zu tun, als hätte Geld einen Wert. Und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen sind. Ganz ohne Menschen scheren, miteinander zwischen leeren Thank you.
es war eine schöne Runde. Also ich habe zumindest viel positives Feedback bekommen. Ja, Rückmeldung meine ich natürlich, ja, genau, richtig. Danke, Veit, dass du mich darauf aufmerksam machst. Ja, und ich habe auch zwischendurch mal so gedacht, eigentlich könnte man montagsabends auch was anderes machen. Irgendwo schön gemütlich rumsitzen und einen Glühwein trinken und so weiter. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es so, die ganzen vielen wunderbaren Menschen, die würde man sonst montags nicht treffen. Und ich bin dankbar für jeden, der hier jeden Montag mit dabei ist und den Spaziergang mitgeht und denke, das ist ein Applaus wert, das ist euer Applaus. Ja, Veit sagt gerade, wir waren noch mehr, als wir angenommen hatten am Anfang und ja, das ist mal wieder schön und ergreifend, montags hier zu sein mit euch zusammen. Dankeschön.